Also, ich finde grundsätzlich eine Debatte führen eine sehr, 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 sehr gute Idee, weil ich denke, wie ich auch bereits gesagt habe, dass einiges im Argen liegt aktuell bei uns im Reitsport. Grundsätzlich zu der Geschichte kann man einfach sagen, warum, wieso, weshalb. Gewalt fängt da an, wo Wissen endet. Alte, alte Weisheit, und ich glaube, die hat bis heute noch Bestand. Das andere, warum Menschen sowas machen, ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, weil es ums Finanzielle geht. Und wo es ums Geld geht, da hört einfach auch wiederum die Tierliebe am Ende auf. Ja, es geht einfach nur darum, schnellstmöglichst die Pferde so auszubilden, ja, dass sie eine riesen Show machen, riesen Strampler und dementsprechend viel, viel Geld bekommen. Bringen. Die Besitzer, den Besitzern viel Geld bringen. Sorry, ich bin dezent abgelenkt, aber nach wie vor wäre ich oder bin ich natürlich für eine Debatte offen oder stehe dafür gerne zur Verfügung. Wie zu Beginn gesagt, ich denke, es muss sich einiges im Reitsport tun, damit wir wieder dahin kommen, wo oder worum es ursprünglich eigentlich geht, den Reitsport voranzubringen. Und natürlich für Groß und Klein den Reitsport so schön wie möglich zu machen. Sowohl für die Vier- als auch für die Zweibeiner.